Hier ist etwas ganz, ganz Wichtiges für dich. Wenn du in meiner Welt bist, weil du auf mich aufmerksam geworden bist, weil ich Manifestation so erkläre, wie es wirklich funktioniert, weil ich das Prinzip der Manifestation, das energetische Prinzip dahinter so erkläre, dass auch du verstanden hast, dass alles für dich möglich ist, wenn du die Person bist, die Person verkörperst, die eben schon das Leben hat, das du dir wünschst, die die finanzielle Situation hat, die du dir wünschst, die die Partnerschaft hat, die du dir wünschst und so weiter und so fort. Dass es eben eine Manifestation von innen nach außen heraus ist. Und du bist jetzt hier und hörst mir zu, weil du daran glaubst. Aber irgendwie haben sich die Dinge noch nicht so eingestellt, wie du möchtest. Auf einem Spielfeld deines Lebens, sei es beruflich, sei es finanziell, sei es in der Liebe, sei es gesundheitlich, sind die Dinge noch nicht so, wie du sie haben möchtest. Das heißt, blank gesprochen, du bist noch im Mangel. Und diesen Mangel, den trägst du in dir. Ganz, ganz einfach. Du verkörperst Mangel, weil sonst wäre es anders. Und das sind harte Worte, aber die müssen halt mal ausgesprochen werden, damit einfach klar wird, dass es nicht darum geht, dass du Mangel bist und dass du mangelhaft bist und dass du noch irgendetwas anderes brauchst auf dieser Welt, außer dich selber, aber dass du dir halt noch Gedanken machst, dass du dir noch Vorstellungen machst, dass du noch von Dingen überzeugt bist, dass sie dir fehlen und dass du eben solche Denkmuster hast, es ist okay. Oder ich kann den nächsten Schritt tun, oder ich bin gut genug, oder ich erlaube mir das, oder ich fange das an, wenn ich das erreicht habe. Wenn ich klassischerweise genug Geld habe, dann mache ich das. Wenn ich endlich happy bin mit meinem Partner, dann mache ich das. Wenn ich einen Partner habe, dann mache ich das. All diese Wenn-Dann-Geschichten, die zeigen einfach nur, dass du noch irgendwo im Mangel bist. Du weißt, wenn du mir schon folgst, dass dieser Mangel natürlich suggerierter Mangel ist. Das ist nicht mal wahrhaftiger Mangel, weil wir sind alle göttliches Design. Wir sind Divine Design, Soul Blueprint. Das ist das, was wir sind. Also in Wahrheit fehlt uns nichts. Wir sind in Wahrheit Erfüllung und Fülle pur. Das ist unsere Energie. Das ist die Wahrheit unserer Energie. Wenn wir das ausstrahlen würden, wenn wir in dieser Frequenz dieser Wahrheit über unseren Seinszustand wären, dann wären alle Wünsche schon erfüllt. Dann wären alle unsere Wünsche erfüllt. Dann wären wir gesund, dann wären wir glücklich, dann wären wir vital, dann würden wir gut aussehen. Dann würde uns sprichwörtlich die Sonne aus dem Hintern strahlen. Warum das aber jetzt noch nicht so ist, hat den Grund, dass wir noch nicht selbstbewusst sind darin, dass wir uns dieser selbst, unseres wahrhaftigen Selbst, noch nicht bewusst sind, weil im Unterbewusstsein andere Selbstkonzepte, andere Wahrheiten, andere Dinge, die wir glauben, aktiv sind. Und die sprechen mit uns. Die sagen uns Sachen. Die setzen uns Gedanken in den Kopf. Scheinbar, natürlich. Aber sie zeigen sich im Außen, in anderen Menschen, wie andere Menschen mit uns sprechen, was sie uns sagen, wie sie mit uns umgehen, wie sie sich uns gegenüber verhalten. Darin werden sie sichtbar. Und das ist genau dieser Grund und dieser Prozess, warum du hier bist, warum du auf mich gestoßen bist, weil du da einen Schmerz gefunden hast, der dir im Außen gezeigt wird. Eine Ablehnung, ein nicht gut genug sein, ein dich nicht respektieren, ein dich vielleicht sogar ignorieren, ein nicht gehört werden. Ja, Mangel. Ein Gefühl,
dass irgendwas fehlt, dass es nicht gut genug ist. Dieses Gefühl ist da und es versuchen wir automatisch zu stopfen, indem wir sagen, ja, was brauche ich? Boah, ich muss das noch besser lernen. Ich brauche noch mehr Marketing. Ich brauche noch mehr Sicherheit. Ich brauche noch mehr Sichtbarkeit. Ich brauche Verkaufspsychologie. Ich brauche Marketingstrategie. Ich muss verkaufen lernen. All diese Sachen, die da draußen angeboten werden, werden ja nur angeboten, weil sie nachgefragt werden. Und sie werden nachgefragt, weil wir eben glauben, dass wenn wir das können, wenn wir noch mal das ein bisschen besser lernen, wenn wir das meistern, wenn wir hier noch mehr Wissen uns aneignen, wenn wir mehr studieren, wenn wir mehr manifestieren, dann kommen wir dahin, wo wir sein wollen. Und dann sind wir wieder in dieser Wenn-Dann-Spirale. Und die ist never ending. Aber so rum funktioniert Manifestation eben nicht, sondern es funktioniert aus dem heraus, was wir uns selbstsicher, confident, klar und deutlich erlauben zu sein und zu verkörpern, was wir uns erlauben zu denken, was wir uns erlauben zu wollen, und zwar komplett angstfrei. Und das ist das größte Problem. Wir haben noch so viel Ängste. Wir haben noch so viel Befürchtungen, wir haben noch so viel alte Traumata, wir haben noch so viel Altes, was uns Angst bereitet hat, wo wir uns noch dran erinnern, was wir vermeiden wollen, was wir nie wieder erleben wollen, was wir heilen wollen, dass es uns nicht erlaubt, unserem Geist nicht erlaubt, in einen Seinszustand, in ein Bewusstsein, in eine Identität, in ein Brand einzusteigen. Confident, aus diesem Brand heraus zu leben, aus dieser Persönlichkeit, aus dieser Identität, uns confident gegenüber allen da draußen zu zeigen. Insbesondere gegenüber unseren Partnern, unseren Ängsten, unseren Familienmitgliedern, mit all unseren Wünschen, mit diesen riesengroßen Wünschen. Und diese Ängste sind uns meistens nicht bewusst. Und wir denken eben nicht, dass es Ängste oder Befürchtungen sind, die uns zurückhalten vor dem, vor unserer Verkörperung unseres wahrhaftigen Divine Design Soul Blueprint, sondern wir denken immer in mangelnden Qualifikationen. Wir müssen mehr uns qualifizieren, wir müssen mehr leisten, wir müssen mehr liefern, wir müssen mehr tun. Und die Wahrheit ist nun mal, wir müssen einfach nur mehr sein, uns erlauben, mehr zu sein. Und erlauben heißt eben auch, so zu sprechen, so zu denken, so aufzutreten, so zu handeln, mich so zu präsentieren, so zu leben, so zu entscheiden. Und genau das ist die Basis für alles, was du erreichen möchtest, was du jetzt noch nicht erreicht hast. Das ist genau dieser Gap, diese Trennung zwischen dem, was du klar, gerade glaubst zu sein und was du möchtest sein, was du möchtest erleben, was du möchtest verkörpern. Und das, was dich trennt, da drin ist die Angst. Das ist die reine, pure Angst. Das ist der Zweifel. Und diesen Zweifel kannst du nur auflösen, indem du ihn erst erkennst, seine Ursache erkennst, die Lüge der Ursache hinter der Ursache erkennst, die dich immer noch in der Trennung, in dem Mangel, in dem nicht gut genug hält, in der Unzufriedenheit hält, in der Skepsis hält, in der Vorsicht hält. Das heißt, du musst lernen, deine emotionale Stabilität zu bekommen. Du musst lernen, dich vom Außen, von äußeren Umständen nicht mehr einschränken zu lassen, nicht mehr beängstigen zu lassen, weil du weißt, wo sie herkommen, aus dir, weil du weißt, dass es eine Reflexion von dir ist, die in dir selbst innerlich verändert werden kann. Wenn du dich noch mal ein Stück veränderst und noch ein Stück klarer, noch ein Stück confidenter, noch ein Stück mehr du selbst bist, ehrlich zu dir selbst.
in Austausch, in Support, in Verbundenheit mit dir kommst, so dass du in genau diese Beziehungen mit anderen kommen kannst, mit deinem Partner, mit Mitarbeitern, mit anderen Menschen, dass du diese Sicherheit, dieses Wohlfühl-Gutfühl-Gefühl als dein Standardgefühl, als das, das so fühlst du dich mit dir selber an, weißt, wenn du rein und pur und klar bei dir bist, dass du dich dann so fühlst und dass du diese Bubble für dich klar hast, fest hast, dass du dich für dich fest hast, dass du dich in deinem Support hast, dass du für dich da bist. Das alles ist Voraussetzung für jedes weitere, was du dir wünschst im Leben. Sei es finanzieller Reichtum, sei es Erlebnisse, sei es Reisen, sei es eine Seelenverbindungspartnerschaft in absoluter Sicherheit, Einigkeit und Verbindung. Sei es einen wunderschönen Körper, sei es alt werden ohne Konsequenzen. Alter und Zeit hat sowieso nie Konsequenzen. Was auch immer du willst. Du kannst alles in dein Leben manifestieren, wenn du in dieser Divine Design Soul Blueprint Identity von dir verankert bist und die verkörperst. Weil du weißt, da ist alles drin. Das ist all inclusive. Du bist so geboren mit all inclusive. Alles ist da. Dir wurde mangels suggeriert. Du wurdest getrennt von deinem Divine Design Soul Blueprint, weil man dir Human Design, menschliches Mangel- und Angstdesign beigebracht hat, Angstdenken, Angstrückschlüsse und so weiter und so fort. Und es ist einfach hier das Leben. Und diese Erfüllung zu leben und diesen Lebenszweck zu leben, dich selbst zu leben, zu erleben, als das, was du bist, das ist dieses starke Gefühl, das ist dieser starke Wunsch, den du hast. Deswegen hast du vielleicht auch schon ganz viele Coaching-Ausbildungen gemacht. Deswegen bist du auch schon Coach. Deswegen bist du auf dem Weg. Deswegen machst du das, was du tust. Aber du machst es halt noch nicht all in. Du machst es langsam. Du machst es mit Skepsis. Du hast noch Angst. Du hast Angst zu verlieren, du hast Angst zu scheitern, du hast Angst, du könntest etwas falsch machen. Aber wenn du von einem Divine Design Soul Blueprint auslebst, kannst du keinen Fehler machen, du kannst nichts falsch machen, du kannst nichts verlieren, du kannst keinen Partner verlieren, du kannst kein Geld verlieren, du kannst keine Würde verlieren, du kannst keine Ansicht verlieren, du kannst nichts verlieren, weil alles du bist und alles ist in dir und du bist alle Realität. Und aus diesem Grund, es ist so wichtig, egal was du erreichen willst, egal was, Partnerschaft, Liebe, Geld, Business, Erfüllung, Lebenszweck, woher du diese Erfüllung, diesen Lebenszweck nehmen möchtest, was dich begeistert, ist völlig egal. Aber du musst eins haben, eine Verbindung, stabil, sicher zu deinem Divine Design Soul Blueprint. Und dann kannst du alles haben, erreichen und erleben. Und dann kannst du dich haben, erreichen und erleben in allen Lebenslagen und Situationen. Und ja, es gibt sofortige Veränderung. Die ist absolut möglich, weil Zeit ist ja kein Faktor, Ort ist kein Faktor, Distanz ist kein Faktor, wenn wir in Energie denken. Und wir müssen in Energie denken, weil wir leben in einem energetischen Universum. Wir sind Energie in Form. Und jede Energie, die durch uns aus unserer Vorstellung heraus Form annimmt, ist in uns entstanden. Das ist unsere Macht, das ist unsere Kraft und unsere Power. Und deswegen können wir es sofort ändern. Und ich habe zum Beispiel den Divine Design Quantenshift Prozess entwickelt für sofortige Veränderung. Das ändert sich sofort. Du spürst es sofort, den Shift, den Frequenzshift in deinem Körper. Die Veränderung ist sofort da.
Nur wenn du das Vertrauen nicht hast in dich, in deine Macht und in deine Power, dann hast du auch nicht das Vertrauen darin, dass du gerade ein Quantenschiff gemacht hast, dass du gerade eine Veränderung gemacht hast. Und dann gehst du wieder zurück zu los und fängst von vorne an. Und weil die Dinge nun mal so sind und sie nicht zu verändern sind, sie sind absolut nicht zu verändern. Das ist das Gesetz unseres Universums. Das ist das Prinzip unseres Seins. Das ist das einzige Prinzip der Manifestation und auch alle hermetischen Gesetze, die führen auf dieses einzelne Prinzip zurück. Alle Methoden, Praktiken, die Bibel, Neville Goddard, Dr. Joe Dispenza, Abraham Hicks, Bruce Lipton, nennen Sie alle die großen spirituellen Lehrer, Bashar, die sprechen nur von diesem einen Prinzip. Sie sprechen nur von dem Sein aus unserem Divine Design, Soul Blueprint. Soul Blueprint. Und die Seele ist nicht die Psyche, sondern die Seele ist unsere absolut perfekte, erfüllte Essenz, die sich im Außen manifestieren will. Nur wir lassen es nicht zu, weil wir zu sehr noch an Ängste glauben, weil wir zu sehr noch an Erfahrungen glauben, weil wir zu sehr noch glauben, dass eine Macht von außen uns alles versauen kann, dass es äußere Mächte gibt, weil wir noch nicht hundertprozentig confident sind, dass wir das alles sind, selbst die schlechten Realitäten. Es gibt alle Realitäten. Wir leben ohne Zeit, wir leben horizontal, wir leben im Jetzt, multidimensional. Alle Realitäten können wir jetzt betreten. Aber ich kann nur die Realität betreten, die mir gerade entspricht, wo ich mit meiner Identität Zugriff habe, die ich gerade hier jetzt verkörpere, an die ich glaube. Und der Master Key, der Master Zugriff, der kriegt hat die Identität mit dem Divine Design Soul Blueprint aktiviert. 100% aktiviert. Und das zeigt sich in meiner Confidence. Das zeigt sich in meinem Auftreten. Das zeigt sich in meinen Gedanken. Das zeigt sich in meinen Überzeugungen. Das zeigt sich in meinem Angstmanagement. Das zeigt sich in meinem Selbstmanagement. Und wenn ich das on point habe, kann ich in jede genialste, höchste Realität eintreten. Ich habe den Schlüssel, ich habe Zugriff, ich kann rein sehen, ich kann reingehen, weil ich sehe, weil ich dort sehen kann, weil ich die Ängste abgelegt habe, weil ich rein bin, weil ich klar bin, kristallklar gehe ich da rein. Ich bin so groß geworden, weil alles, was die Lügen, die mich klein gemacht haben, waren Ängste, war nicht wahr. Und diesen Prozess zu gehen, zu machen, zu stehen, zu bestehen, das ist dein Master Key. Da kommst du überall hin. Überall, du hast den Schlüssel, du kannst überall rein. Der Schlüssel geht natürlich auch in alle Angstrealitäten, alle Mangelrealitäten. Natürlich kommst du da auch noch rein mit dem Schlüssel. Aber du siehst dich gar nicht da drin. Du wirst nicht mehr reingehen wollen, wenn du stabil bist. Und wenn du mal drin bist, kennst du sofort den Ausweg. Du wirst nie wieder in irgendeinem Labyrinth der äußerlichen Umstände und Situationen gefangen sein. Du wirst immer frei sein. Du wirst immer wieder die freie Wahl treffen können. Und weil der Schlüssel überall öffnet und du überall hinein kannst, kannst du auch überall hineinsehen. Aber du musst nicht hineingehen, weil du bist alles. Du bist der Master Key. Du bist alle Realitäten. Du kannst alles manifestieren. Du kannst alles erleben. Du wirst nicht sterben müssen. Du wirst diesen Körper nicht verlassen müssen mit einer riesengroßen Liste von Sachen. Warum habe ich das nicht erlebt? Warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich mir das nicht erlaubt? Warum habe ich das nie für mich gefühlt. Ja, dazu haben wir unseren Körper. Warum habe ich das nicht erfüllt für mich?
Und das ist, warum du hier bist. Das ist, warum du mich auch gefunden hast. Das ist, warum du mir jetzt immer noch zuhörst, weil du weißt, dass dieser Divine Design Soulprint in dir ist und dass der nach dir schreit. Und das ist das, der Schmerz ist, den du immer wieder fühlst. Diesen Trennungsschmerz, diese Traurigkeit, wenn du getrennt bist von deiner Wahrhaftigkeit. Und du möchtest nach Hause. Zu dir, in deine Wahrhaftigkeit, in dein Wohlfühlen. Und du möchtest aber da nicht alleine sein. Du möchtest deine Liebe dort haben. Du möchtest deine Liebsten dort haben. Du möchtest teilen. Du möchtest feiern. Du möchtest dich zeigen. Du möchtest weitergeben. Du möchtest multiplizieren. Du möchtest dich multiplizieren in deiner höchsten Art und Weise und Form. Das möchtest du. Und weil es nur so geht, dass du es zuerst selber erlebst, dass du deine Veränderung auf allen Ebenen empfängst, verkörperst, im Denken, im Fühlen, in deinen Beziehungen zu anderen Menschen, in deiner Partnerschaft, finanziell, diesen Ausdruck deiner Erfüllung dir auf allen Lebensebenen zulässt, erlaubst. Nur so geht es. Und dazu musst du dieses tiefe Verständnis über den Seinszustand haben, über die Wirkung, wie du eine energetische Manifestationsmaschine bist. Du musst bis ins Detail die energetischen Prinzipien der Manifestation verstehen, lernen sie umzusetzen, ohne dich ablenken zu lassen. Deine großen Wünsche für dich anerkennen, weil groß und klein ist eine Relation, die energetisch überhaupt nicht gegeben sein kann. Es geht darum, dass du dich aktivierst als diese Wunschmanifestationsmaschine aus deinem Divine Design Blueprint. Dazu musst du dich erst verankern. Und diese Verankerung geht nur dadurch, dass du zuerst erkennst, was sind deine Schatten, was sind deine Ängste, was sind deine Blockaden, um sie transformieren zu können, um sie zu durchschauen. Ja, du musst sie durchschauen. Das ist Angstmonster sind, die du dir selber generiert hast. Somit lernst du Umgang mit Wut, Ablehnung, Ungerechtigkeit, missverstanden zu werden, bewertet zu werden, in Frage gestellt zu werden, allein sein, Einsamkeit, verlassen zu werden, fallen gelassen zu werden, angegriffen zu werden, verraten zu werden, unterdrückt zu werden, wertlos zu sein. All diese Gefühle zeigen sich in Wut, in Ablehnung. In Zurückweisung, das ist all das, was dahinter steht, hinter dieser großen Mauer des Nein, nein, nicht mit mir, nein, das will ich nicht, das kommt mir nicht. Genau dieser Wust, genau diese Blase, die ist noch um dich herum und die ist so wahr, die ist so gewöhnt, sie hat jeder. Wir sind verbunden in dieser Blase, in dieser Angst. Wir müssen uns lernen, aus dieser Blase rauszubefreien, aus dieser Energie, aus diesem Denken, aus dieser Ansicht, aus dieser Identität. Und wenn wir draußen sind, dann sind wir ein Match für alle anderen im Divine Design Soul Blueprint. So funktioniert Heilung. Weil alles, was da draußen ist, ist ja in mir entstanden. Und wenn in mir keine Traumata, keine Ängste mehr entstehen und ausspielen, sich keine Monster, keine Ablehner, keine Missversteher mehr da draußen zeigen, sondern nur die Annahme von mir in meinem Divine Design Blueprint stattfindet, dann bin ich da, dann bin ich angekommen. Egal was du willst, das ist der Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Glaube mir. Du kannst Teilwege gehen. Du kannst Stückchen zusammenbasteln. Schritt, kleine Sachen. Schritt für Schritt machen. Oder du kannst all in gehen. Du kannst all in gehen. Und hier kommt jetzt mein Angebot für mich. Wenn du sagst, okay, keine Zeit mehr zu vergeuden. Ich gehe jetzt all in. Dann lade ich dich ein in mein Divine Design Soul Blueprint Master Programm, wo wir das Schritt für Schritt sonnenklar durchgehen, ablösen, dich tiefer und tiefer in die Verkörperung bringen, deines bedingungslosen Divine Design Soul Prince. Und dafür müsst du nichts
machen, was du nicht gerne tust. Du musst nicht dich überwinden, sondern du kommst in einen Fluss. Wir bauen das Schritt für Schritt auf. Wir nehmen Schritt für Schritt die Dinge ab, die nicht zu dir gehören, die nicht zu deinem Divine Design Soul Blueprint gehören. Es ist ein ganz, ganz simpler Prozess, durch den ich dich führe, wo du selber in deine Transformation gehst, in eine Selbsttransformation, die von mir angeleitet wird. Aber du übernimmst es. Du übernimmst die volle Verantwortung für dich, für dein Selbstmanagement. Und ich begleite dich, ich halte dich, ich stabilisiere dich, bis du selbst so stabil bist. Und da, dieses Programm geht 3 Monate. Und du wirst auf allen Ebenen, Körper, Liebe, Gesundheit, Finanzen, diese Transformation in deine absolute Fülle und Erfüllung, dass du nicht mehr aus dem Mangel heraus manifestierst, agierst, kommen. 3 Monate brauchen wir dafür. 3 intensive Monate. In diesen 3 Monaten wirst du eine Realität verlassen, die dich eingeschränkt hat, die dir Angst gemacht hat, die dich unterstützt hat, die dich nicht unterstützt hat, die dir die Kraft genommen hat, die dich ausgesaugt hat, die nur noch gefordert hat von dir. Und du wirst in eine Welt, in eine Identität, in eine Realität einsteigen, wo komplette Versorgung herrscht, wo du erfüllt wirst, wo du an nimmst, wo du bekommst, wo du bedingungslos bekommst, wo du in die bedingungslose Erfüllung gehst, Erfüllung von Freude, Erfüllung all deiner Wünsche. 3 Monate Transformation. Ein Zoom-Call pro Woche. Wichtig. Austausch, Übungen, Umsetzung in einer geschlossenen Telegram-Gruppe. Und dieser Weg ist dein Weg. Es ist dein Weg. Du gehst dein Soul Divine Design Soul Blueprint Weg. Das ist vorgegeben. Das ist dein göttliches Design. Das hast du. Und du holst es für dich raus und verkörperst es für dich. Und du bist deine Welt. Du bist dein Feld. Du bist dein Ein und Alles in der höchsten, schönsten Version. Das wartet auf dich. Und es ist diese absolute Abkürzung, das ist das fehlende Puzzlestück, auf das du gewartet hast. Und wenn du sagst, yes, ich wollte zwar keine Ausbildung mehr machen, ich wollte ja zwar nicht mehr. Es ist keine Ausbildung, es ist ein Masterprogramm. Du meisterst dich selber. Hinterher, du wirst ein neues Leben führen. Du wirst neu sein. Dein Körper wird neu sein, dein Aussehen wird neu sein, dein Ausdruck wird neu sein, alles wird neu sein. Und du wirst begeistert sein. Du wirst begeistert sein, weil es das ist, was du schon immer in dir vermutet hast, schon immer in dir gesucht hast. Und genau aus diesem Grund, weil ich weiß, dass du begeistert sein wirst, hast du hinterher nach diesen 3 Monaten die Möglichkeit, als Divine Design Soul Blueprint Practitioner einen Titel zu tragen. Ob du den tragen willst, ob du den nach außen geben willst, das ist alles deine Sache. Damit kannst du tun, was du willst. Es bedeutet nur für dich, dass du hinterher in meinem Programm affiliate bist. Das heißt, du darfst es weiterempfehlen und bekommst 20% Weiterempfehlungsrate. That's it. Wenn du begeistert bist, es teilst, weiterempfehlst, Leute kommen aufgrund von deiner Weiterempfehlung und erleben die gleiche wunderbare Transformation wie du, bekommst du 30% Weiterempfehlungsprämie. Das ist fair. Und ich verlange nicht von dir, dass du was weiterempfehlst, wo du nicht sagst, oh yes, that's it. Aber wenn es so ist, dann danke ich dir dafür. Auf jeden Fall. Und die Leute, die du in dieses Programm gebracht hast, die werden dir auch danken. Dieses Programm startet offiziell am 1. Mai. Wir haben also noch einen Monat. Was aber jetzt wirklich wichtig und speziell ist, dass wenn du bis Ende März
Das ist nicht mehr lange. Bis zum 31. März, Sonntag des 31. März. Wenn du dich bis dahin anmeldest, kosten dich die 3 Monate 8.000 Euro. Danach 9.500 Euro. Du kannst also jetzt schon 1.500 Euro sparen, wenn du sagst, ich bin dabei. Und du bist dabei. Und wenn du bis Ende März dabei bist, fix angemeldet, bezahlt, dann bekommst du von mir zusätzlich noch ein 1:1 Coaching. In dieser sogenannten Wartezeit im April machen wir ein 60-minütiges 1:1 Coaching. Aber nicht nur das, und das bekommst du auch, wenn du dich später anmeldest, du bekommst Zugang zu der Wir sind Divine Design Community im Wert von 90 Euro pro Monat. Dann bekommst du ein unglaubliches Masterclass Bundle, das Divine Design Manifestations Masterclass Bundle. Es hat einen Wert von 2.220 Euro. In diesem Bundle, ich lese es dir kurz vor, aber du findest alles auf meiner Homepage. In diesem Bundle findest du den Kurs Einführung in Divine Design Energetics. Das ist wirklich für dich zu verstehen. Wie funktioniere ich als energetisches Wesen? Wo kommt diese Energie her? Dass du hier schon mal die Einführung hast. Wir gehen dann im Masterprogramm natürlich noch tiefer drauf ein und auf die einzelnen Umsetzungen. Dann hast du die Masterclass Divine Design Self-Confidence. Ganz, ganz wichtige Masterclass, um wirklich deine Identity confident, selbstsicher im Vertrauen mal zu erkennen. Dann Masterclass Divine Integrity Code. Das ist so wichtig. Integrität zu dir selber. Weil wir erleben oft in dieser Welt mangelnde Integrität. Aber wir sind oftmals selbst so uninteger zu uns. Und hier erkläre ich dir, warum das so ist und wie du es ändern kannst. Dann meine absolute Number One Masterclass. Ich bin die Auserwählte. I am chosen. Das hilft dir schon mal klar zu erkennen, dich sicherer und fester in deine auserwählte Divine Design Soul Blueprint Mentality reinzufühlen. Dann in der Masterclass, darum bist du Gott, erfährst du, wo deine God Power herkommt, warum die ist, all die Begründungen, die dein Verstand braucht, um zu sagen, das ist ja nicht Gotteslästerung, dass ich weiß, ich bin göttliches Design, göttliche Seele, göttliche Perfektion. Dann, es wird besser, bekommst du die Trilogie zum Wohlfühlwohlstand. Das ist ein Bundle von 3 Masterclasses zum Manifestieren von Geld und Liebe. Da geht es wirklich auch um das Empfangen, was so wichtig ist. Und um dieses Empfangen nochmal tiefer zu bringen und zu verankern, kriegst du die 5 Aktivierungen der magischen Frau, die ihre Erfüllung lebt. Auch noch dazu. Also du bist beschäftigt im April. Schon wirklich dich einzuschwingen in unser Masterprogramm. Und bitte bleib noch dran, weil es wird noch besser. Es wird noch besser. Dieses Masterprogramm ist für dich alleine. Da arbeitest du an dir. Und ich weiß, so viele von euch haben schon Coaching, Heilerausbildungen, Energieheiler, Reiki, was auch immer, Ausbildungen gemacht, genauso wie ich früher, um selbst in die Heilung zu kommen, in selbst zu wissen, ich bin heil, ich bin gut, ich darf das, ich bin das wert. Und weil das eben nicht der Weg ist, dass ich andere dahin coache, um selbst mich zu heilen, weil es ist so leicht, die Fehler in den anderen zu sehen, den Fehler in meinem Spiegel zu sehen, den Fehler in meinem Output zu sehen. Versuch mein Output, mein Spiegelbild zu fixen, in Ordnung zu bringen, in Ordnung zu coachen, in Ordnung zu mentoren. Aber wenn ich das von einem Platz tue, wo ich selber noch zu fest verankert bin, in meinen Ängsten, in meinen Zweifeln. Und das merke ich, weil mir die Confidence fehlt, weil ich denke, ich kann nicht verkaufen, weil ich denke, die Leute kaufen nicht von mir, weil ich denke, vielleicht hat jemand ein Problem mit mir, will nicht bei mir kaufen, vielleicht bin ich nicht gut genug, vielleicht könnte ich scheitern. Daran merkst du, dass es nicht ausreichend war, das, was du in deinem Coaching gelernt hast.
Und wenn du eben genau von dieser Schiene kommst, jetzt Divine Design Soul Blueprint Practitioner bist und eine draufsetzen möchtest und wirklich deine allerletzte Coaching-Ausbildung ever abschließen möchtest, dann kommst du in die Ausbildung zum Divine Design Soul Blueprint Coach und Mentor. Die geht nochmal 3 Monate. Du bekommst alle Coaching-Ressourcen, das Workbook, die Präsentationen, die Prozesse, die Übungen, alles von mir. Du setzt aber noch dein eigenes mit drauf während dieser Ausbildung, machst es zu deinem. Du kriegst Marketing-Ressourcen, Support, alles, was du brauchst. Du kriegst einen Zoom-Call pro Woche. Du kriegst Austausch und Übungen auch hier wieder in einer geschlossenen Telegram-Gruppe und schließt ab als Divine Design Soul Blueprint Master Coach und Mentor. So, das ist dein Titel. Du weißt selber, Titel sind unerheblich. Es geht darum, wer du bist, als wer du auftrittst. Und hier geht es jetzt weiter und bleib immer noch dran. Wir kommen gleich zum Ende. Wenn du dieser Divine Design Soul Blueprint Master Coach und Mentor bist, bist du Teil der Divine Design Academy? Das heißt, du verkaufst und begleitest dein eigenes Divine Design Soul Blueprint Masterprogramm mit meinen Workbooks, mit meinen Videos, meinen Unterlagen, mit meinem Marketing, mit all dem, was du von mir brauchst, kriegst du, um anzufangen, sofort dein eigenes Masterprogramm rauszubringen. Ein Masterprogramm, das du selber durchlaufen hast, wo du weißt, dass das hundertprozentig funktioniert, wo du weißt, dass das der Masterschlüssel ist, dass das der Masterkey ist. Natürlich legst du deinen eigenen Duft, dein eigenes individuelles Blueprint dazu mit rein. Aber du musst keine Angst haben, dass du scheiterst, weil du hast ein geprüftes, erprüftes von dir und von den anderen, mit denen du zusammen durchgegangen bist, Programm und weißt, dass es so funktioniert. Du brauchst keinen Zweifel mehr haben. Und wenn trotzdem Zweifel kommen, hast du einmal in der Woche einen Zoom-Call für dich persönlich, für dein Business, für Unterstützung während deinem eigenen Masterprogramm, für Fragen, für deine eigene persönliche Weiterentwicklung. Denn natürlich sollst du nicht nur Divine Design Soul Blueprint Master Coach sein, sondern du sollst weiter wachsen in dich, in deine eigene Welt, in deine Vorlieben, in deine Begeisterung, für was es auch immer schlägt, ob es im Network ist, ob es für ein Produkt ist, ob es für eine bestimmte Art und Weise der Hilfestellung im Coaching ist, für eine ganz, ganz enge Zielgruppe, was weiß ich, Essstörungen oder Rauchentwöhnung, was auch immer. Du sollst dich ausdehnen. Ganz, ganz groß, natürlich. Aber du hast eine Basis, du hast ein Fallback, du hast ein Sicherheitsnetz, es kann dir nichts passieren. Dein Coaching startet durch, du gibst nicht auf, du bist da und du bist gewollt und erwünscht und nicht alleine. Und genau deswegen habe ich das so generiert und kreiert. Und natürlich zahlst du monatlich einen Beitrag für dieses Master Coach Team, wo du Teil bist. Das ist 1000 Euro im Monat für dein wöchentliches Coaching und für die sozusagen Lizenz, dass du das Divine Design Soul Blueprint Master Programm in meinem Namen mit meinem Brand als dein Brand, mit meinem Brand als dein Brand unterrichtest. Ganz genau. Und natürlich ist aller Umsatz deiner. Du hast genau das gleiche Pricing, das du anbietest. Das ist der Early Bird, das sind 8000 Euro und hinterher verkaufst du das Programm für 9500 Euro. Es wird auch für 3 Monate sein. Und das darfst du, das hast du alles, wenn du diese Ausbildung zum Divine Design Soul Blueprint Master Coach und Mentor machst. Da starten wir am 8.4. Am 1.8., am 1. August 24. Wir enden am 3. November. Dort ist auch Early Bird Pricing bis Ende Juni. Und das ist dein Weg.
in ein erfolgreiches Coaching, in ein erfolgreiches Leben, wo du dich weitergibst, wo du dafür bezahlt wirst, endlich du selbst zu sein, wo du weißt, es ist so okay, ich selbst zu sein, meine Wünsche, meine Träume zu leben, zu artikulieren, zu teilen, mich mitzuteilen und gleichzeitig andere genau in diese Freiheit zu bringen, genau in diesen Blueprint, in ihren Divine Design Soul Blueprint zu bringen und ihnen zu helfen, sich daraus all ihre Wünsche zu ermöglichen. Und das ist groß. Das ist ein ganz, ganz großes Movement aus meiner Divine Design World. Das ist meine Mission. Das ist meine Mission, Menschen genau dahin zu bringen und wirklich die Dinge zu unterrichten, die bedingungslos funktionieren, weil sie energetisch sind, weil sie die energetischen Sachen sind und den Verstand mit Energie in Alignment, in Ausrichtung aus dem Divine Design Soul Blueprint raus zu aktivieren. Und das ist das Allerschönste, was ich mir selber schenken konnte in meinem Leben, was ich meiner Familie schenken konnte, was ich meinen vielen, vielen Kundinnen und auch Kunden bis heute schenken konnte. Und diese Mission, die ist so, so, so groß, dass ich aus diesem nun wachsenden Master Coaches und Mentoren ein Team berufen werde, das mit mir zusammen diese Mission in die Welt bringt, das mit mir zusammen Member of the Board der Divine Design Academy wird, als Trainer und Ausbildung. Das ist ein ganz, ganz großes Projekt. Das wird international. Das wird auf Englisch auch stattfinden und natürlich auf viele anderen Sprachen auch noch, die ihr mit reinbringt, weil viele von euch sind zwei-, dreisprachig, noch mehrsprachig. Und diese Mission meines Divine Design World Brands, das ist ein universeller Brand für Personal Brands, die die Welt verändern. Du bist ein personaler Brand, aber wir sind alle gleich. Wir leben alle in einer Divine Design World, wenn wir unsere Divine Design Soul Blueprint aktiviert haben und daraus leben, darauf zurückfallen, uns darauf verlassen, unser Sein daraus ziehen, unseren Seinszustand, unser Bewusstsein, und zwar limitlos, frei, grenzenlos, finanziell frei, gesundheitlich frei, entscheidungsfrei, örtlich frei, Freiheit. Das ist das, was wir wollen. Energie ist frei. Energie hat keine Bedingung. Wir sind energetische Wesen. Wir sind frei. Wir dürfen diese Freiheit verkörpern. Wir dürfen sie leben. Wir dürfen sie ausleben. Und diese Mission trage ich in die Welt. Und ich hoffe, du begleitest mich. Du unterstützt mich dabei. Du gibst es weiter. Du bringst dich ein mit deinem individuellen Sein. Und wir werden diese Welt in eine Divine Design Welt verwandeln, wo das Human Design, wo die Beschränkungen, wo die Ängste so, so, so schnell aussterben, weil sie keine Berechtigung mehr haben, weil sie keine Aufmerksamkeit mehr haben. Vielen, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Bitte schreib mir, frage mich, nütze diese kurze, kurze Zeit, um dich gleich anzumelden, um 1.500 € zu sparen und um mit mir und der Divine Design World Brand die Welt zu erobern. Und du bist dein eigener Brand. Du bist wichtig. Du bist deine Personality. Du bist deine Identität. Und wir treffen uns auf unserem absolut göttlichen Level, wo wir alle eins sind, wo wir wunderbar vereint sind, wo wir unsere Soul Connections leben und erleben dürfen. Ich freue mich riesig auf dich. Riesig, riesig. Und ich bin so stolz, dass dieses Baby jetzt endlich geboren ist, mit Händen und Füßen komplett, wo keine Fragen mehr offen lässt und wo ich auch keine Zweifel mehr habe. Und ich glaube, das hast du gemerkt. Also, wir hören voneinander. Bis ganz, ganz bald. Und entscheide dich wirklich schnell, denn es geht jetzt los. Es geht jetzt los.